Der Kanzler und Olaf Scholz sich beim größten deutschen Finanzkrimi, der Cum-Ex-Skandal um die Warburg Bank, angeblich nicht erinnern kann. Ja, also weder er kann sich an irgendwelche Gespräche erinnern, noch seine Frau kann sich an irgendwelche Gespräche erinnern bei der Befragung. Der sitzt da und wird befragt von einem Komitee an Leuten und der sitzt einfach da und sagt, ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, ich weiß es nicht mehr. Die ganzen Gespräche kann mich da, und das geht die ganze Zeit so. Das ist auch das Lustige, das ist die einfachste Ausrede, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, was passiert ist. In Amerika ist es I plead the fifth, also the fifth amendment. Das heißt, ich berufe mich auf das fünfte Grundgesetz und das heißt, dass ich keine Aussage treffe. Er macht das ja gar nicht. Er sagt nicht, ich berufe mich auf etwas und treffe keine Aussage, ich möchte es nicht sagen, sondern er behauptet wirklich, er hat von nichts mehr eine Ahnung, er hat alle Gespräche vergessen und das ist ja ganz, das zeigt, das malt ja ein ganz klares Bild einer Person, der nicht zu vertrauen ist. Wenn du die Spitze des Landes inne hast und du kannst dich an nichts mehr erinnern, bei einem Milliardenbetrugsskandal, ja, einem Betrugsskandal.